Hello, Boys and Girls. Ich habe so viele Dinge zu erzählen, dass ich... Also ich habe irgendwie ein ganz großes Mitteilungsbedürfnis und ich habe das Gefühl, dass ich euch auf den neuesten Stand bringen muss. Und ich habe gedacht, wie kann ich das am coolsten verpacken? Thematisch passend, wie man es im Titel sieht. Ich habe mir einen Schrank gekauft auf eBay Kleinanzeigen, wo ich im Moment, glaube ich, die aktivste Userin bin, gefühlt, in ganz... auf der ganzen Welt, weil ich eine Wohnung einzurichten habe. Dabei habe ich dieses gute Stück gefunden. Es hat 30 Euro gekostet. Eigentlich hat er 50 gekostet, aber dem Mann ist das Bein abgebrochen, also habe ich ihn auf 30 Euro runtergehandelt. Eigentlich hat der Mann es mir angeboten. Ich möchte das heute bemalen. Ich habe vor, das so ein bisschen herbstlich, witchy... Ich erzähle euch gleich noch genau, was ich damit vorhabe. Es kann sehr, sehr cool werden. Es kann aber auch eine absolute Katastrophe werden. Sponsor dieses Video heute ist Pilot. Denn Pilot hat mir Stifte zugesandt. Und zwar die Pilot Pintor Stifte. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Die sind so krass einfach. Die malen einfach auf allem. Also auf wirklich allem. Auf Holz, auf Metall, auf Papier, auf Karton. Auf Stoff. Also egal, was ihr habt, was ihr irgendwie anmalen und bunt machen wollt oder verzieren wollt, ihr könnt es mit diesen Stiften machen. Ich habe so krasse Sachen auf der Seite von Pilot gesehen. Das könnt ihr auch mal auf Instagram gucken. Die haben, keine Ahnung, ganze Schränke komplett vollgemalt, Stühle, richtig geile Kleiderbügel damit gemacht, dann Skateboards angemalt und so auch so Metall. Möbel und sowas richtig abgefahren. Und dafür möchte ich diese Stifte heute gerne benutzen und bedanke mich bei The Pilot Pen für die Unterstützung. Ich verlinke euch das unten, dann könnt ihr euch die Stifte mal angucken. Vielleicht habt ihr auch, unter euch sind ja auch ein paar Bastelhasen, ne? So, jetzt halte ich aber mal meinen Schnauzen und lege den Schrank auf den Boden, sodass ich gut drauf malen kann. Ich wollte nur einmal so hinstellen, weil ich so stolz war, dass ich den gefunden habe. Und dass ihr den einmal im Ganzen seht, bevor ich den hinlege. Und ja, Mann, ich muss doch nicht alles auch immer so genau erklären. Ihr wisst ja auch, was ich meine, oder? Wenn ich jetzt hier sage... Ach, halt doch einfach mal die Schnauze. Ich glaube so, ich gehe die Schuhe. Bin ein bisschen weit weg schon so, ne? Bisschen ranschnurzen hier an euch ran. Ihr könnt mich doch verstehen. Könnt ihr mich verstehen? Oma, kannst du mich hören? So, ich gucke jetzt mal auf meinem neuen Endgerät. Welches Design wir uns denn für heute rausgesucht haben. Ich habe mir nämlich ein iPad gekauft. Ich hab euch nämlich auf Instagram gefragt, übrigens fettes Danke dafür, was für ein, wie nennt man das, Designboard, wie nennt man das nochmal, Zeichen-Tablet ich mir kaufen soll. Und es ist super krass, weil wirklich 80% von euch gesagt haben, auch so die Designstudenten, Alter, kauf dir ein iPad Pro, da kannst du so krass drauf mit zeichnen. Hallo, jetzt mache ich hier auch noch Werbung für Apple, ne? Das ist übrigens keine Produktplatzierung. Ich habe jetzt so ein bisschen rumprobiert damit, weil ich gerade so einen Kalender fertig mache. Das habe ich zum Beispiel damit gezeichnet. Wehe jetzt jemand sagt, das ist hässlich. Den blockiere ich sofort. Ich habe mir nämlich bei Pinterest so Sachen rausgesucht, die ich gerne hier drauf hätte. Ich habe mir nämlich überlegt, dass ich gerne auf die eine Tür etwas draufschreiben möchte, also einen Spruch. So, und auf die rechte Seite soll so ein bisschen was witchy, Zauber, Herbstliches vielleicht kommen. Ich möchte einen kleinen Herbst, witchy, Muckel, Schrank. Versteht ihr? Und zwar möchte ich auf der linken Seite stehen haben, Happiness can be found even in the darkest, if one only remembers to turn on the light. Das ist ein Zitat von Albus Dumbledore. Was auf die andere Seite kommt, das zeige ich euch gleich. Womit mache ich das denn jetzt? Ich glaube, ich mache das nur Gold. Oh, ich kann mich nicht entscheiden. Was mache ich denn jetzt? Doch, ich mache das nur in... Mache ich das nur in Gold? Bin ich denn verwirrt? Kann ich auf einmal keine Videos mehr drehen? Okay, ganz schnell, bevor es antrocknet. Nein, auf jeden Fall weiß. Kevin und ich haben eine Wohnung. Ja, also ich weiß, dass eine ganze Menge Leute von euch bei mir bei Instagram sind und das alles immer mitkriegen. Also... Wenn ihr euch wirklich für meine Person interessiert, ja, ich wüsste nicht, warum ihr das tun solltet, aber falls dem so ist, dann könnt ihr sehr, sehr gerne bei Instagram vorbeischauen. Kevin und ich werden das allererste Mal in unserem Leben, was ich super krass finde, weil wir ja schon seit, boah, wie lange sind wir jetzt zusammen? Wir sind im November 8 Jahre zusammen. Und wir haben halt noch nie eine eigene Wohnung zusammen gehabt. Als wir uns kennengelernt haben, hatte ich schon eine eigene Wohnung. Und Kevin hat noch zu Hause gewohnt. Und dann bin ich wieder nach Hause gezogen, weil ja, ich mein Studium verlängern musste und kein BAföG mehr bekommen habe. Dann sind wir zusammen nach Berlin gezogen, haben uns ein WG-Zimmer geteilt. So war das nämlich. Oh Gott, das war so furchtbar. So ein winzig kleines WG-Zimmer haben wir uns geteilt. Ich glaube, es war
12 Quadratmeter groß oder so. Ja, dann war diese Zeit aber auch vorbei, weil unsere Praktika vorbei waren. Genau, dann ist Kevin alleine nach Berlin gezogen, hat sich ein WG-Zimmer gesucht und hat da studiert. Es war auch eine richtig, richtig kritische Zeit bei uns. Ja, und dann haben wir uns aber wieder zusammengerauft und dann war ich ja immer in der WG in Berlin, was auch wirklich eine richtig schöne Zeit war, muss ich sagen. Die habe ich richtig genossen. Ja, irgendwann kam dann der Zeitpunkt, Anfang diesen Jahres, wo wir ja auf Wohnungssuche gegangen sind und gesagt haben, wir wollen eine eigene Wohnung haben, weil das irgendwie scheiße ist in der WG, so als Pärchen auf Dauer, dass wir auch mal unser eigenes Reich brauchen und so. Ja, und haben dann halt nichts gefunden und irgendwie bin ich dann eines Morgens aufgewacht und habe gedacht, Jaco, du wolltest schon immer mal reisen. Also so richtig, ne, ohne eine Wohnung zu haben, einfach so richtig obdachlos durch die Gegend zu reisen. Da hatte ich richtig Bock drauf, weil ich halt auch voll viele Leute kenne, die das schon gemacht haben. Ja, dann haben wir das gemacht und sind losgezogen. Ja, ich habe von ganz, ganz vielen Leuten auf Instagram Fragen bekommen, warum das eigentlich so ist, ne? Also warum wir uns jetzt eine Wohnung suchen, besonders auch von Leuten, die viel reisen. Also für einige Leute klingt ja dieses Reiseding einfach mega verrückt, ne? So, die Leute ziehen halt los, haben keine Wohnung und reisen durch die Welt. Aber ich habe halt auch richtig viele Zuschauer, die halt, keine Ahnung, gerade seit 2 Jahren auf Reisen sind, Work and Travel machen oder sonst irgendwas, die sich halt so denken, hä, die haben sich komplett losgelöst, die haben Jobs, die man von unterwegs machen kann und jetzt wollen die wieder eine Wohnung haben. Ich dachte, die gehen richtig auf in diesem Reiseding, aber es hat für mich einfach nicht funktioniert. Also das Reisen, wie ich es liebe, habe ich so mit meinem Charakter, also es geht gar nicht mal darum, so Reisen und Arbeiten gleichzeitig ist doof, sondern ich einfach so mit meinen Persönlichkeitszügen, für mich hat es nicht funktioniert. Ich konnte nicht so reisen, wie ich das wirklich wollte. Ich habe mir immer nur Sorgen gemacht und dann sind wir auf Wohnungssuche gegangen. Ich hatte richtig doll Angst vor der Wohnungssuche. Die Wohnungssuche im Januar und Februar war so, so schlimm für mich emotional, weil ich bin jemand, wenn zum Beispiel so richtig schlimme Dinge passieren, dann geht mir das meist gar nicht nah. Also zum Beispiel, ich weiß auch nicht, ich sehe einen Unfall und voll viele Leute wissen erst gar nicht, wie sie helfen sollen, weil sie so emotional so drin sind. Und sobald aber was passiert oder nicht klappt, ist für mich so, okay, rational, was muss getan werden? Wie kann man diese Situation lösen? Ich bin total lösungsorientiert. Und wenn zum Beispiel was schief geht, dann ist das für mich immer überhaupt nicht schlimm, weil ich dann denke, okay, hat nicht geklappt, was machen wir jetzt? So, aber bei der Wohnungssuche war das überhaupt nicht so. Wenn ich mich auf eine Wohnung gefreut habe und gedacht habe, dass wir die kriegen, weil die haben schon nach weiteren Unterlagen gefragt und haben gesagt, dass wir in der engeren Auswahl sind und so. Und dann haben die angerufen und wir haben gesagt, dass wir die Wohnung nicht kriegen. Das war für mich, als ob für mich, ich habe Heulanfälle teilweise gekriegt. Das ist so krass gewesen. Ich weiß nicht, warum mich das so emotional mitgenommen hat. Und fand es dann umso krasser, dass wir einfach die erste Wohnung gekriegt haben, für die wir uns beworben haben. Ich glaube, das liegt doch daran, dass wir in einem äußeren Stand, also erstmal zur Info, wir haben eine neue Wohnung in Berlin. Und wir haben eine Wohnung in Berlin-Spandau. Da war, ich glaube, vielleicht, weil die Konkurrenz da nicht so groß ist, ne, da gucken halt, gehen halt nicht 70 Leute zu einer Wohnungsbesichtigung, sondern 7. Weil das halt kein cooler Stadtteil ist, halt Friedrichshain oder Kreuzberg oder so. Und dann sind wir irgendwie darauf gekommen, dass wir es irgendwie mega geil fänden, so ein bisschen kleinstädtischer zu wohnen. Also vielleicht noch Berlin, aber so ein Vorort. Ja, und die Vorstellung fand ich irgendwie so schön, dass ich angefangen habe, in den äußeren Bezirken zu gucken. Ich habe auch letztens ein Video von Mirella gesehen. Die ist ja auch gerade, also mir relativ egal, so an den Stadtrand gezogen und sie hat dann so gesagt, wegen dem Wald und ihrem Hund und die hatte so einen schönen großen Balkon und da habe ich gedacht, ja, genau sowas möchte ich. Ich muss ja sagen, ich liebe es ja, in der Stadt auch zu wohnen. Ich habe ja mitten in Charlottenburg gewohnt, in der Kantstraße, vielleicht fällt jetzt bei dem einen oder anderen der Groschen. Das ist auch mitten im Trubel und ich habe das ganz, ganz doll geliebt, aber ich habe jetzt gedacht, ach, ich will auch mal was anderes ausprobieren. Also, wenn ihr aus Spandau kommt, vielleicht werden wir uns bald mal sehen. Und dann werde ich sagen, hallo hier, ich bin die Jacqueline. Das hier ist mein kleiner Einkaufskorb. Ich bin nämlich gerade mit dem Fahrrad unterwegs. Und an diesem Fahrrad, da ist vorne so ein Korb dran und so ein paar Bömmel, weil ich lebe gerade mein Dorflife. Und das Ding ist halt, Kevin und ich besitzen keine Möbel. Also so nichts. Und deswegen habe ich auf eBay Kleinanzeigen geguckt und dann habe ich dieses Ding gefunden und ich habe überlegt, den als Badezimmerschrank zu benutzen, weil ich gerne so ein Badezimmer haben möchte, wisst ihr, wo nur Holzmöbel drin stehen und ganz viele Pflanzen und Kristalle und ich will so ein richtiges Pinterest
Badezimmer haben. Achso, falls ihr euch übrigens fragt, warum ich mir genau das hier rausgesucht habe, um es hier drauf zu machen. Ich bin ein Mensch, der sehr krass nach Positivität strebt. Also es ist mir sehr, sehr wichtig, ein Leben zu führen, das voller Fülle und voller Glück und voller Freude und Spaß und Leichtigkeit ist. Ich habe diese Seite in mir, diese sehr, sehr leichte Seite, spaßige Seite. Auf der anderen Seite habe ich aber auch eine sehr, sehr schwere Seite. Also ich denke sehr viel, ich bin definitiv ein Overthinker. Ja, deswegen muss ich immer wieder an mir arbeiten und mich immer wieder auf so eine gewisse leichte Energie holen und mich wieder aus dieser Schwere rausholen, wo ich alles auseinander denke. Und was halt auch dazu neigt, also zum Beispiel, ich bin jemand, das ist ganz wichtig für mich, sehr viel lustige und schöne und heimische Filme zu gucken. Ich gucke zum Beispiel richtig, richtig gerne so auch so spannendes Zeug, so Thriller und sowas und Horrorfilme. Aber ich kenne mich halt mittlerweile sehr gut und ich bin ein erwachsener Mensch, ich muss Verantwortung für mich selber übernehmen und deswegen ist es halt einfach super wichtig, dass auch wenn ich jetzt Bock habe, mir einen Horrorfilm anzugucken, ich mir sage, nee, du hast letzte Woche schon einen geguckt, du bist jetzt gerade so ein bisschen dunkler drauf, das geht jetzt halt einfach nicht, weil ich bin erwachsen, der einzige Mensch, der sich da um mich kümmern kann, bin ich selber, also muss ich da auch ein bisschen drauf gucken und deswegen, ja, integriere ich immer so schöne Sachen in mein Leben. Also so leichte, schöne, lustige Sachen, damit ich mich halt auch so fühle. Weil alles, was wir konsumieren, alles, was wir gucken, alles, was wir ansehen, jedes Wort, das wir hören, setzt sich als Gefühl einfach im Unterbewusstsein ab. Und manchmal merken wir das erst, keine Ahnung, guck mal so einen Monat ganz viele Horrorfilme. Du wirst es irgendwann merken. Das kann auch erst so ein paar Wochen später kommen, dass du einfach so dunkler drauf bist. Aus diesem Grund mag ich es sehr gerne, wie so kleine Mantras, mir immer so positive Dinge um mich rum, so kleine Sachen, die sich immer abspeichern, weil man sie immer im Augenwinkel sieht. Und eine Sache oder mehrere Sachen, die ich jetzt nennen werde, machen mich halt super glücklich. Mich macht dieses ganze Herbst- und Halloween-Thema. Ich liebe das ganz, ganz doll, dieses Witchy-Zeug. Das ist für mich gemütlich. Das ist für mich, meine erste Decke auszupacken und, keine Ahnung, Gruselfilme zu gucken. Aber nicht Horrorfilme, sondern Spooky-Gruselfilme. So die Addams Family, Harry Potter, so diese Spooky-Sachen. Und ich habe irgendwie gedacht, wenn das im Badezimmer ist und so unter dem Waschbecken, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass ich diesen Spruch wahrscheinlich nur aktiv lesen werde, wenn ich in der Badewanne gegenüber liege. Und in die Badewanne lege ich mich immer, wenn ich gestresst bin oder runterkommen will oder mir halt richtig was gönnen will. Und beides sind so Situationen, finde ich, wo es schön ist, wenn man dann so auf so ein Schränkchen guckt und dann sieht man was, was man selbst gemacht hat und wo der Lieblingsfilm mit drauf ist und was einem auch nochmal so ein positives Zitat gibt. Ja, so habe ich mir das gedacht. Das habe ich mir doch schön gedacht, oder? Okay, Leute, die erste Seite ist fertig. Ich habe mir sowas rausgesucht und will das so ein bisschen in so einem Stil machen. Könnt ihr das sehen? Dann schauen wir mal, wie gut das klappt. Die Finger. Also ich muss sagen, die Hände sehen schon scheiße aus. Nein! Bitte trocknen nicht, bis ich dich abgemacht habe. Okay, Leute, eine Stunde Malerei später und er ist fertig. Es war gerade sehr, sehr schwierig, den Prozess abzuschließen, weil ich so jemand bin, der nicht aufhören kann. Ich bin trotzdem ein bisschen ausgerastet auf dieser Seite, aber ich finde es trotzdem immer noch cool. Falls ihr Videowünsche habt, bitte unten in die Kommentare. Es wird jetzt, also ich bin voll im Videorausch und wenn ihr da irgendwas sehen möchtet, was euch interessiert, dann schreibt es unten rein. Ansonsten nochmal ein fettes Danke an Pilot für die Unterstützung in diesem Video. Ich danke euch, dass ihr zugeschaut habt. Ihr seid süß, ihr seid klein. Wir sehen uns bald wieder. Und dann in Flieder. Ciao, Kakao. Stay tuned. Das ist ein Sexschrank. Auf dem Schrank werde ich Sex haben.